Ja, Film-Challenge A bis Z. Da draußen gibt es einen freundlichen Menschen, der hat mich wieder getaggt, weil er weiß, dass ich gerne getaggt werde. Und zwar Slay McRoss. Slay McRoss, ich danke dir. Danke dir fürs Taggen. Kanal verlinke ich hier, wie ich das immer gerne mache. Und noch nebenbei erwähnt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Am besten ich verrate nicht, was es ist. Aber ich habe es Slay McRoss zu verdanken, dass ich in, ich nenne es mal in einem Projekt, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich davon erzählen darf. Auf jeden Fall, dass ich in einem Projekt, für dieses Projekt eine Sprechrolle bekommen habe. Also es gibt eine Person, die ich dort quasi synchronisiere. Und ihm habe ich zu verdanken, dass ich überhaupt an dieses Projekt rangekommen bin. Danke, Tommy. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt funktioniert, aber offensichtlich hat es alles, hat es alles mit mir gut gemeint. Oder so. Gut. Entschuldigung fürs Licht. Ich habe da hinten eine Lampe stehen, aber die beiden Fenster sind hier, deswegen bin ich hier gerade so ein bisschen blass angestrahlt. Aber ich will hier sitzen. Gut, Film-Challenge. Das kurz erklärt, falls es einer nicht weiß. Es geht darum, ich muss jetzt Filme aufnennen von A bis Z. Filme von A bis Z. Ideal wäre es natürlich, wenn es Filme sind, die ich empfehlen würde, nicht irgendwelche Filme. Denn, das hat der Tommy schon ganz schön in seinem Video erklärt, das ich da hier auch verlinken werde. Es gibt irgendwie offensichtlich so zwei Versionen. Also die einen, die machen es so, dass sie das Video spontan drehen. Ja, also dass sie quasi einfach loslegen. A wie Alien, B wie Blade, C wie Conan und so weiter. Und dann kommen sie halt irgendwann mal vielleicht an einen Buchstaben an, wo sie dann erstmal nichts mehr einfällt. Und Tommy hat es so gemacht, er hat sich das vorher schon aufgeschrieben, weil er auch zusehen wollte, dass er halt nur Filme erwähnt, die er auch empfehlen kann. Und das ist ja dann doch nicht immer so leicht, dann auf einen Film zu kommen, der dann, was weiß ich, mit N anfängt zum Beispiel und dass das auch noch der Film, ein Film ist, den man dann auch noch gut findet. So werde ich es auch machen. Ich habe mir alles zusammengeschrieben, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe da ein paar Filme dabei, die wollte ich eigentlich nicht, die wären eigentlich, also ich musste sie nehmen, weil da waren zwei, drei Buchstaben dabei. Ich glaube, J und Q hat mich ziemlich fertig gemacht und X, da ist mir nichts eingefallen. Da musste ich dann irgendwas nehmen. Gut, warte, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich werde die Filme jetzt aufzählen. Achso, bei meiner Filmauswahl habe ich versucht, so ein bisschen so eine Mischung zu machen. Also ich wollte jetzt nicht nur wie sagt man, konventionelle Filme mit reinnehmen, die ja viele sagen oder vielleicht viele gesagt haben. Ich habe nicht alle Videos gesehen von dieser Challenge. Ich habe versucht, ein bisschen so zu mixen. So. Es sind so zwei, drei konventionelle Filme dabei, sind aber auch ein paar weniger bekannte vielleicht. Und ja, also einfach so ein bisschen durchgemixt. Gibt auch den einen oder anderen Punkt dann, wo ich sage, welchen Film ich eigentlich gerne genommen hätte, es aber dann nicht gemacht habe. Gut. Leider muss ich noch dazu sagen, ich habe auch von den meisten Filmen, also die meisten Filme habe ich nicht hier. Die Filme, die ich nicht hier habe, da werde ich dann einfach ganz kurz ein Bild einblenden von dem Cover oder so. Und dann kann es jetzt mal losgehen. Ich habe mir hier was Schönes Kaltes zu trinken noch vorbereitet. Kein Energy diesmal. Hoffentlich kriege ich jetzt keinen Schluck auf. Los geht's. Also, Buchstabe A. Buchstabe A. Ja, kurz vorbeugen. Buchstabe A. Los geht's. Zu A sage ich natürlich nicht Alien. A sage ich Akira. Was ist Akira?
viele kennt bestimmt, ganz bestimmt. Akira ist ein Anime, also ein Zeichentrickfilm aus Japan, glaube ich. Ja, warum Akira? Akira, ich zeige hier auch nochmal, Akira ist ein Anime, der ist etwas düsterer. Also er spielt in einer postapokalyptischen Zeit und ich finde ihn gut, kann ich empfehlen. Also ich, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf jeden Film so detailliert ein, weil sonst wird das Video, glaube ich, viel zu lang. Aber es ist ein bisschen wie Blade Runner, so diese Atmosphäre, wo das also diese Zukunftsstadt, wo das stattfindet. Ich glaube, es ist im Jahre 1900, nee, 2000 irgendwas, keine Ahnung. Dann ist keine Zukunft. Und ja, ist richtig geil. Kann ich nur empfehlen, ihr müsst nur aufpassen. Es gibt, meine ich, noch eine, also hier steht jetzt irgendwo, es gibt zwei deutsche Synchronversionen, meine ich. Ich meine, die ältere ist ziemlich schlecht. Und dann gibt es noch eine neuere, das ist glaube ich die hier. Müsst ihr mal schauen, weiß ich jetzt nicht genau. Wie gesagt, ich glaube, es gibt zwei verschiedene deutsche Synchronversionen. So. B, Buchstabe B habe ich Bronson. Bronson ist ein Film mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Der Regisseur ist, ich glaube, wie heißt er? Nicholas Ryan Refn, glaube ich, so hieß er. Bronson hat jetzt, das Bronson ist, kann man sagen, so eine Art Filmporträt. Diesen Typen hat es wirklich gegeben, der im Gefängnis gewesen ist und darum geht es halt irgendwie. Aber wer Filme von Nicholas Ryan Refn kennt, weiß, wir sind immer etwas cineastisch, also ein bisschen, das ist immer so ein bisschen Art-Kino, so ein bisschen, die haben immer das gewisse Etwas. Und Bronson, ja, ist so eine Mischung, ein bisschen aus Film, hat aber auch ein bisschen was von Theater, würde ich sagen, also wie das Ganze dargestellt ist und so. Aber Tom Hardy spielt die Rolle hier richtig geil, wie er Bronson verkörpert, ist schon irgendwie witzig. Also, ihr müsst euch unbedingt mal angucken, wenn ihr den nicht kennt, Bronson, top. Gut, jetzt kommen wir zu Buchstabe Nummer C. Buchstabe C ist der Film Collateral Damage Autor. Aber der musste sein. C ist der Film Clown House. Clown House ist ein Horror-Thriller. Ich meine, was habe ich mir auch geschrieben? Von 1989. Ich habe den Film schon vor langer, langer Zeit gesehen. Also ich kann mich eigentlich nur noch ganz grob an den Film erinnern. Ich weiß aber, ich meine mich erinnern zu müssen, dass der Film mir sehr gut gefallen hat. Also da geht es um irgendwie so drei Clowns, die da irgendwie in so ein Haus einbrechen, wo irgendwelche Blagen sind. Kann natürlich auch sein, dass der Film mir heute nicht mehr so gefallen würde. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, dass ich ihn eigentlich ganz cool fand. Deswegen C, Clown House. D, Buchstabe D, ist Drive. Drive ist ebenfalls von demselben Regisseur wie, glaube ich, Bronson. Hier spielt Ryan Gosling die Hauptrolle. Und bei Drive, wer den Film noch nicht kennt, dem sei gesagt, guckt euch den Trailer bitte nicht an. Weil der Trailer ist gut, aber der Trailer repräsentiert in keinster Weise, wie der Film ist. Der Film ist eigentlich ein sehr ruhig erzählter Film. Er hat zwar viele harte Momente, wo dann auch wirklich Drive ist, aber im Prinzip ist es mehr ein Drama. Und wenn man den Trailer guckt, hat man wahrscheinlich vielleicht ein falsches Bild vom Film. Und wenn man ihn dann guckt, ist die Erwartung vielleicht eine andere und dann haben wir halt das Problem, dass der Film dann vielleicht sogar enttäuscht. Obwohl der Film eigentlich wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr gut ist. Also wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, gucken, aber nicht den Trailer vorher ansehen. E, Buchstabe E, jetzt kommt was richtig Altes.
Ein Schwarz-Weiß-Film, und zwar der Elefantenmensch. Der Elefantenmensch ist ein Film von, habe ich mir das aufgeschrieben? Nein, habe ich mir nicht aufgeschrieben, keine Ahnung. Ich glaube, der ist aus den 70er oder 80er, weiß ich jetzt nicht. Da geht es um einen Jungen oder Mann-Typen, keine Ahnung jetzt, wie alt der war. Der ist ziemlich entstellt und wird, ja, ist so eine Art Jahrmarktattraktion, wird da halt ausgestellt, aber ja, mehr zwanghaft, würde ich sagen. Und dann irgendwann gerät er an irgendeinem reicheren Mann, glaube ich, der ihn da halt rausholt und ihn also aufnimmt und dann versucht ihn langsam in die Öffentlichkeit quasi zu integrieren, weil es dieser Elefantenmensch, der so entstellt ist, ist eigentlich ein sehr intellektueller Mensch, also sehr eloquent, der kann sich, ist eigentlich ein richtiger Edelmann vom Verhalten her. Und ja, es ist halt auch ein Drama, finde ich aber richtig gut, und deswegen habe ich gedacht, gehört auch mal ein alter Film in diese Reihe von Filmen. Buchstabe F. Ja, Buchstabe F ist ganz klar das Spiel Final Fantasy. Wer hat es anderes gedacht? Final Fantasy. Final Fantasy ist... Ey! Sag mal, was machst du da für einen Scheiß? Was denn? Ey. Was du da hast, ist das Spiel. Es geht um Filme. Filme, nicht Spiele. Ja, ist doch ja Final Fantasy. Es gibt auch Filme von Final Fantasy. Ja, ich weiß, es gibt auch Final Fantasy Filme. Zwei Stück. Aber wir haben einmal den Final Fantasy Die Mächte in dir, und dieser Film ist leider ein räudiger Drecksfilm. Obwohl die Special Effects ziemlich gut sind, mein Freund. Und der andere Film, den du meinst, ist also sicherlich Final Fantasy 7 Advent Children. Aber den Film kannst du ja wohl nicht empfehlen, weil der ist zwar eigentlich ganz gut, aber den kannst du ja nur eingeschränkt empfehlen, weil dafür muss man das Spiel kennen. Und du kannst ja nicht davon ausgehen, dass wir deine Zuschauer das Spiel kennen. Von daher komme ich mal wieder klar, es geht um Filme. Ja, aber ich sage Final Fantasy, also ich meine, die... Gib den Scheiß jetzt her! So, es reicht jetzt hier, die Scheiße ist ein Spiel und wir bleiben jetzt bei Film. Also, kann ich mal rein. Mach jetzt weiter, aber vernünftig. Okay. Dann eben nicht. Dann machen wir was anderes. F wie The Fighter. The Fighter, nicht verwechseln. Es gibt viele Filme, The Fighter, The Fighters und weiß nicht was. The Fighter mit Mark Wahlberg und Christian Bale. Super Film. Ist eigentlich kein richtiger, ja, kein nicht so Martial Arts Film, sondern mehr eigentlich, kann man sagen, so eine Art Boxer-Drama. Schon fast. Also ein bisschen sowas wie Million Dollar Baby in die Richtung. Aber besonders Christian Bale spielt hier die Rolle richtig, richtig geil. Spielt irgendwie einen ehemaligen Box-Champion, der mittlerweile extremst abgenommen hat, weil er auch große ja, Drogenprobleme hat. Und es ist immer, also ich liebe die Szenen, wo er immer irgendwo ist, in irgendwelchen Drogenhäusern, und dann seine Eltern irgendwie kommen, oder besonders seine Mutter, und er versucht das alles vor ihr zu verheimlichen immer, und wie er dann immer versucht zu flüchten, also dass seine Mutter ihn bloß nicht erwischt, wie er da gerade irgendwo Drogen konsumiert hat. Richtig geil gespielt. Nächster Buchstabe ist G. G, ja, jetzt kommen wir schon wieder zu einem weiteren Drama. G, da gebe ich euch Gran Torino.
Gran Torino von und mit Clint Eastwood. Auch ein richtig geiler Drama. Hier geht es mehr so, ja, Rassismus in die Schiene. Also er spielt da irgendwie so einen alten Veteran. Ja, er wohnt dann irgendwie in so einem Wohngebiet und seine Nachbarn sind, glaube ich, irgendwelche Vietnamesen oder Koreaner, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas Asiatisches. Und nach und nach freundet er sich aber irgendwie da mit dem Nachbarsjungen an und der hat Probleme mit so ein paar Jugendlichen da und Drama halt. Wie er dann später da mit ihm da so, also top. So, nächste Buchstabe ist H. H, jetzt komme ich mal zu einem Horrorfilm. Als H empfehle ich euch High Tension. High Tension habe ich sogar als Special Edition hier in so einem Schuba. High Tension ist ein französischer Horrorfilm. Leider ist das die geschnittene Version. Also es gibt die deutsche Version, meine ich. Die ist zwar auch schon ab 18, aber es gibt die deutsche Version nicht ungeschnitten. Ich glaube, die ungeschnittene Version bekommt ihr nur in Österreich zum Beispiel. High Tension Horrorfilm, bisschen was anderes wie dieses klischeehafte, eine Gruppe von Jugendlichen werden abgeschlachtet. Hier ein bisschen was anderes. Auch die Auflösung am Ende vom Plot, also der Twist, eigentlich sehr gut. Ja, sehr düster und mal was ganz anderes. Also nicht so diese, wie gesagt, nicht so diese typische Erklärung. Ist was anderes. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. High Tension. Und was wollte ich noch gerade dazu sagen? Was wollte ich noch dazu sagen? Nö. Achso. Das sind zwei CDs. Der Film und die Bonus-CD. Auf der Bonus-CD, was ich völlig bescheuert finde, ist zum Beispiel eine Szene ganz deutlich gezeigt, wie sie gemacht wurde, die im Film dann rausgeschnitten wurde, weil sie zu hart war. Aber auf der Bonus-DVD seht ihr genau, wie diese Szene gemacht wurde und ich meine, man sieht die Szene dann auch sogar. Also völlig bescheuert. So, Buchstabe I. I, da habe ich auch etwas, was ja nicht so massentauglich ist. Immortal. Mit Thomas Kretschmann. Immortal ist ein Science-Fiction-Film. Das Besondere an Immortal ist, dass er Computeranimation und Realverfilmung kombiniert. Aber auf eine, meiner Meinung nach, etwas bessere Art. Es gibt ja auch viele Filme, die vermischen das. Also da sind real abgedrehte Filme, die dann mit Computereffekten ein bisschen verfremdet werden, um einen künstlerischen Stil quasi zu entwickeln, zu bekommen. Bei Immortal ist das Besondere aber so, dass beides so vermischt wurde, dass es zum Beispiel Situationen gibt, wo, wenn sich zwei Leute unterhalten, die eine Person eine reale Person ist und die andere Person, obwohl sie auch ein Mensch ist, nicht irgendwas Außerirdisches, sondern auch ein Mensch ist, diese Person aber computeranimiert ist. Und der Film versucht auch nicht, das irgendwie zu vertuschen. Also es soll ganz bewusst so sein, wie es ist. Und genau das lässt den Film sehr subtil, verstörend wirken. Also es wirkt geil, finde ich. Also ich finde, es funktioniert in diesem Film einfach. Guckt euch den mal an. Ich finde den wirklich sehr gut, der Film. Ist jetzt nicht so ein Science-Fiction-Kracher, aber es ist ein ruhiger Film auch, interessante Geschichte und wie gesagt, der visuelle Look ist einfach, finde ich richtig gut. J, habe ich große Probleme gehabt, J was zu finden. Dann kam ich auf JCVD. JCVD steht für Jean-Claude Van Damme. Und ist ein Film mit Jean-Claude Van Damme. Was besonders an dem Film ist, es ist jetzt kein Actionfilm oder so Martial Arts Film, wie man es meistens von ihm kennt, sondern das ist mehr so ein Drama.
Besondere an dem Film ist, Van Damme spielt sich selbst und soll so ein bisschen seine, ja, wie soll ich das erklären? Also es geht irgendwie darum, er kehrt irgendwie nach Brüssel zurück, also in sein Heimatland, er ist ja Belgier und hat irgendwie nur noch Rollen in irgendwelchen B-Filmen und so, und dann kommt das irgendwie dazu, dass er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ein Postbüro oder eine Bank, irgendwo will er da rein und dann gerät er in so einen Banküberfall und dann entwickelt sich da irgendwie so auf dramatische Art so diese Geschichte irgendwie. Aber gut, wirklich gut. Nächster Buchstabe ist K. Buchstabe K, jetzt kommt man mit etwas Älteres. Wieder ein Van Damme-Film. Karate-Tiger. Karate-Tiger 1. Ja. Einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe den Film. Früher als kleiner Scheißer, als ich noch zur Realschule gegangen bin. Oder auch schon in der Grundschule. Ich habe den Film geliebt. Ich habe den auf VHS gehabt, auf Kassette. Und ich habe den bestimmt 2-3 Mal im Monat geguckt, den Film. Ich liebe den Film. Van Damme hier zwar ein Bösewicht, aber egal. Karate Tiger 1. Nächster Buchstabe ist L. L habe ich wieder da. L.A. Crash. Yeah. L.A. Crash ist wieder ein Drama. Ich weiß nicht warum es irgendwie so viele Dramas geworden sind. Ich stehe eigentlich eher auf Thriller. Aber zu L fiel mir L.A. Crash ein. L.A. Crash ist ein Drama, was viel, also die Geschichten vieler mehrerer Personen erzählt. Es geht um Rassismus und wie dann aber im Laufe der Zeit diese verschiedenen Leben quasi von den verschiedensten Menschen durch gewisse Umstände aufeinander prallen. Deswegen auch Crash. Sehr geil, sehr emotional. L.A. Crash. M. Nächster Horrorfilm. M. Da gebe ich euch noch einen französischen Horrorfilm. Martyrs. Oder Martyrium auf Deutsch. Martyrs. Krass, hart. Aber was hier passiert, also ist auch ein Film, fängt an, wo man sich dann nach 10 Minuten vielleicht erstmal denkt, okay, ich weiß, wo der Film ungefähr hin will. Aber vergesst es. Twists, sind mehrere Twists in dem Film. Richtig geil. Martyrs, ich will nicht sagen, worum es geht, weil hier sind so viele Twists in dem Film, also der Film schlägt immer wieder in eine andere Richtung irgendwie so ein. Will ich nicht genau was zu sagen, deswegen guckt ihn euch an. Am besten auch keinen Trailer hier zu gucken, wenn ihr den noch nicht kennt. Kein Trailer, bitte. Guckt ihn einfach. Immer das Beste, wenn ihr einen Film guckt und ihr wisst überhaupt nicht, was euch erwartet. Richtig guter Horrorfilm. N. N war ein kleines Problem für mich. N habe ich nicht so viel gefunden, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich mich für eine Komödie entschieden. Und zwar Nacho Libre. Nacho Libre mit Jack Black. Ist eine Komödie auch, muss ich sagen, sehr eigenwillig. Also ist nicht so eine Komödie, die so völlig zum Ablachen ist, sondern mehr so ein bisschen mit Herz. So ähnlich wie School of Rock. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch mit Jack Black. Es geht irgendwie darum, Jack Black spielt in dem Film einen katholischen Priester oder sowas. Irgendwo in Mexiko, wo die irgendwie so Waisenkinder haben, irgendwie sowas. Und sein Wunsch ist es eigentlich, was aber keiner wissen darf, er will ein Luchador werden. Ein Luchador, das sind diese mexikanischen Wrestler, die diese komischen Masken aufhaben. Und er versucht dann halt immer jenseits von dieser Kirche oder Kloster ein Luchador zu werden. Also er hat da werden in der Stadt dann auch solche Turniere veranstaltet mit diesen ganzen Fightern, wo er dann irgendwie mit so einem anderen verrückten Kollegen noch dran teilnimmt. Die Kämpfe sind auch wirklich sehr witzig gestaltet. Also ich fand ihn geil. Nacho Libre N.
Oh, da habe ich wieder was ganz Besonderes. Jetzt wird es sehr, sehr speziell. Oh, gebe ich euch, Only God forgives. Only God forgives. Wieder wie hieß er denn noch gleich? Hier muss ich doch draufstehen. Nicholas Ryan Refn hieß der noch, oder? Nicholas Winding Refn. Entschuldigung. Nicholas Winding Refn. Vorher habe ich Ryan Refn gesagt. Shit. Wieder mit Ryan Gosling. Hier muss ich euch aber jetzt Folgendes warnen. Das ist genau dasselbe wie mit Drive. Der Trailer ist nicht wie der Film. Der Trailer ist relativ rasant und gut. Der Trailer ist wirklich gut. Der Film ist noch härter als bei Drive. Der Film ist sehr, sehr, sehr ruhig erzählt. Es gibt hier sehr viele lange Einstellungen, teilweise wo minutenlang nicht gesprochen wird, nur Kameraeinstellungen sind. Also ich gebe euch Folgendes. Guckt den Film und wenn er nach 10 oder ich sag mal nach 15, maximal nach 20 Minuten, wenn er nach 20 Minuten nichts für euch ist, wenn er nach 20 Minuten immer noch sagt, dann vergesst es. Der Film wird nicht anders. Also er hat zwar klar ein paar Wendungen und ein paar harte Sachen, also wo dann auch wirklich was passiert, vor allem auch grausame Sachen, aber im Prinzip so wie der Film ist so, er ist sehr ruhig erzählt. Das Besondere, es ist also wirklich für Cineasten ein richtiger Artfilm, wieder künstlerisch dargestellt. Was mir hier besonders gut gefällt, ist aber auch die Optik. Also der Film hat, ich weiß nicht, wie der Regisseur das geschafft hat, so gut wie jede Einstellung im Film, von der ersten Sekunde bis zum Ende, ist jede Einstellung so optisch, so atemberaubend. Man könnte jede Szene, jedes Bild für ein Poster oder für ein Gemälde, also für ein Bild, verwenden. Jedes Bild, also vielleicht blende ich mal ein paar Bilder ein. Es ist wirklich so, jedes Bild ist irgendwie wunderschön. Das ist ganz komisch. Jetzt kommt P. Buchstabe P ist wieder etwas bekannter. Da lege ich euch Prisoners ans Herz. Prisoners ist noch gar nicht mal so alt auch. Mit Hugh Jackman und wie heißt der andere nochmal? Hier auf Jarhead. Der Prinz of Persia. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, das gibt's doch gar nicht. Ach, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Scheiße, Blackout. Auf jeden Fall Prisoners, auch so ein Thriller. Ich persönlich fand ihn richtig gut. Ich wusste nicht, also ich wusste so grob, worum es geht, aber ich fand Prisoners geil. Der Film hat mich richtig gefesselt. Kann ich jedem empfehlen. Also, hat voll meinen Geschmack getroffen. Ich fand den klasse, den Film. Ah, Q. Q. Okay, Q hat mich völlig zerstört. Q hat mich mehr zerstört als J oder X oder Y oder Z. Q hat mich völlig, also Q hat mich wirklich, Q hat mich fertig gemacht. Ich habe nichts gefunden. Ich habe sogar dann im Internet recherchiert. Ich bin auf so eine Seite gegangen, Filme, die mit Q anfangen. So Filmdatenbank Q. Ich habe nichts gefunden. Ich habe keinen Film gefunden auf Q, den ich entweder empfehlen kann oder den ich kenne. Also entweder waren es Filme, die ich nicht kenne, und die würde ich ja noch nicht erwähnen, weil ich, wie gesagt, ich kenne den Film ja nicht. Und wenn ich ihn doch gekannt habe, dann war es ein Film, den ich vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde. Ich wollte erst The Quest nehmen mit Jean-Claude Van Damme. Den finde ich eigentlich ganz gut, aber irgendwie doch nicht. Und ach ja, dann habe ich mir jetzt gedacht, weißt du was, scheiß drauf, mir fällt nichts richtig Gutes ein für Q. Nein, lass die Buchstaben Q nicht ausfallen, sondern ich nehme einfach einen italienischen Titel. Es tut mir leid für euch. Ihr müsst damit klarkommen. Keine Ahnung. Q.
Quel maledetto giorno di inverno. Ja. Ich glaube, als zweiter Titel gibt es noch Django e Satan. Ist ein italienischer Western. Ich weiß nicht, ob es den auf Deutsch gibt. Geschweige denn, wie er auf Deutsch heißt. Tut mir leid. Hat mich denn nur. Also Kuh. Kuh, ich sag's euch. R war auch nicht leicht. Es gab eigentlich recht viele Filme mit R, die mir gefallen. Aber ich wollte jetzt nicht wieder ein Drama nehmen oder ein Thriller. Habe ich mir noch eine Komödie ausgesucht. Robin Hood, Helden in Strumpfhosen. Der Film ist geil. So, S. S ist der letzte Film, wo ich die CD zu habe, beziehungsweise DVD. S wollte ich erst Scarface nehmen. Ich liebe Scarface. Aber ich wusste nicht, ob Scarface vielleicht schon oft bei anderen benutzt wurde, also erwähnt wurde. Jetzt habe ich einen anderen Film, der ist eigentlich genauso bekannt und beliebt, aber ich habe jetzt mal den genommen. Sin City. Sin City ist geil. Sin City habe ich jetzt mal genommen, weil, ja, auch wenn für die meisten das hier schon durchgelutscht ist, aber Sin City, ey, ganz ehrlich, es gibt, das war der erste Film seiner Art, der diesen Stil hatte. Der wirklich ausgesehen hat wie ein Comic. Dann noch dieses Schwarz-Weiß mit leichten Farbelementen. Der Film ist einfach geil. Ist brutal, die Erzählweise so finde ich geil. Sin City ist einfach geil. Für mich jetzt schon ein Kultfilm. Ich freue mich auf den zweiten Teil. T, Buchstabe T. So schlimm. Buchstabe T habe ich wieder einen Western. Und zwar Todesmelodie. Ich weiß nicht, ob ihr Todesmelodie kennt. Todesmelodie zählt zu der, ich meine, zu der Trilogie von Sergio Leone. Er hat ja diese Once Upon a Time Trilogie, wozu eigentlich auch Spiel mir das Lied vom Tod gehört. Der Film, also Spiel mir das Lied vom Tod, heißt ja im Original, meine ich, Once Upon a Time in the West. Glaube ich. Dann gibt es ja noch Once Upon a Time in America. Und Todesmelodie heißt, meine ich, auch anders im Englischen. Aber Todesmelodie finde ich gut, weil das ist auch ein Western, der ein bisschen anders ist. Ich kann gar nicht beschreiben, was ihn anders macht, aber irgendwie ist es schon fast ein Western-Drama auch schon wieder. Ich weiß nicht. Ich finde den Film sehr speziell und richtig gut. Todesmelodie, wenn ihr ihn nicht kennt, guckt ihn euch an. U. U. Bei U habe ich wieder einen Van Damme-Film. Und zwar Universal Soldier. Nicht den ersten Teil, sondern Day of Reckoning. Universal Soldier Day of Reckoning. Scott Adkins hier in der Hauptrolle. Van Damme spielt aber auch mit. Aber meiner Meinung nach eher kleinere Rolle. Der Film ist, boah, der ist schon mal richtig, da geht's zur Sache. Also ich muss sagen, es ist ein Action-Thriller, würde ich sagen. Kein reiner Action-Film, Action-Thriller. Sehr hart, richtig, boah, hier geht's zur Sache. Also wirklich. Day of Reckoning hätte ich nicht gedacht, dass die Universal-Reihe dann nochmal so einen geilen Film rauskriegt. Die meisten Universal-Soldier-Filme sind ja immer ein bisschen, aber Day of Reckoning, boah, also ich fand den richtig geil. V war für mich auch erst schwierig. V, habe ich überlegt. Aber dann kam der Knall. Wieder ein Drama. Vier Brüder auch mit Mark Wahlberg. Guckt ihn euch den an, der ist richtig geil. Ganz kurz, es geht um vier Brüder, die eigentlich, also jetzt biologisch gesehen, keine Brüder sind, sondern sie wurden alle von einer gewissen Dame, wie sagt man, adoptiert. Das Wort hat mir gefehlt. Adoptiert. Und diese vier Brüder kommen jetzt irgendwie da in der Stadt zusammen. Ich weiß nicht, gar nicht, ob es in Los Angeles war oder San Diego, weiß ich jetzt gar nicht. Kommen irgendwo zusammen
weil die Mutter von denen halt bei einem Überfall von irgend so einem Supermarkt oder was das war, erschossen wird. Und die vier raufen sich halt zusammen in so einem, in dem alten Haus, wo sie gelebt hat. Und ja, machen sie es sich zur Aufgabe jetzt, die Täter zu finden, die da ihre Mutter auf dem Gewissen haben. Und Vier Brüder ist boah, ganz, ganz starker Film. Action-Thriller, nicht zu viel Action, aber richtig, also stark. Ich finde ihn richtig stark, den Film. W, nächster Film. W. Bei W war ich wieder am Schwanken zwischen zwei Filmen. Beide Filme sind Dramas. Ich bin irgendwie der Dramatyp jetzt hier, weiß ich nicht. Ich wollte erst The Warriors nehmen. Mit Tom Hardy ist eigentlich so eine Kampf-Drama, also Fight-Drama. Habe ich dann aber nicht genommen, weil es einen anderen Film gibt, den ich noch besser finde. Was auch ein Kampf-Drama ist, und zwar The Wrestler mit Mickey Rourke. Genau. Mickey Rourke erstmal sowieso, genau wie Tom Hardy, einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich mag die alten, aber auch die neuen Filme mit ihm. Und The Wrestler ist ein, ja, Wrestler-Drama, kann man sagen. Auch sehr ruhig erzählt, aber wieder stark. Also, das muss man wirklich sagen. Wenn ein Drama gut ist, dann sind es wirklich starke Filme. Wrestler sehr melancholisch und ja, also Mickey Rourke spielt die Rolle richtig gut, finde ich. Also, er ist eigentlich nur noch ein Schatten da seiner selbst irgendwie. War früher mal ein richtig großer Wrestler. Und ja, geil. Wrestler, angucken. Übrigens, Wrestler hat auch einen richtig geilen Soundtrack. Bang Your Head. So, jetzt kommen die letzten drei. X. X habe ich verkackt. Tut mir leid. X habe ich verkackt. Mir ist kein Film eingefallen zu X, den ich jetzt richtig übertrieben empfehlen würde. Außerdem gibt es ja bei X eigentlich wirklich nicht so eine große Auswahl. Dann habe ich geschwankt zwischen X-Men, obwohl dann habe ich X-Men doch nicht genommen, weil so richtig stark finde ich die X-Men-Filme auch nicht. Ja, und dann gebe ich euch jetzt einfach Triple X. Ja, ich weiß, X, Triple X, voll einfallslos. Aber mir ist nichts anderes eingefallen. Und man muss dazu sagen, Triple X, also der erste Teil mit Vin Diesel, ist zwar jetzt auch schon, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Aber man muss ganz ehrlich zugeben, als der Film rauskam, der Film ist, der ist gut. Es ist kein schlechter Film. Der Film hat richtig viel Action, da passiert richtig was. Der hat keine wirklichen Längen, stylisch. Eigentlich ist es ein guter Film, nur halt auch jetzt mittlerweile ausgelutscht. Aber eigentlich, Triple X, richtig guter Film. Y. Y habe ich mich auch schwer getan, habe ich auch nichts gefunden, gesucht, überlegt. Was fiel mir da letztendlich ein? Young Guns. Ist wieder ein Western, nicht ganz so alter Western. Young Guns, da spielt unter anderem Charlie Sheen mit, Kiefer Sutherland und hier dieser Bruder von Charlie Sheen, der gar nicht Sheen heißt, dieser Emilio Estevez, wie sich das ausspricht. Ja, ein Western mit so einer Young Guns, so eine Gruppe von jüngeren Typen. Aber der ist gut. So, und jetzt kommt der letzte. Z war nicht ganz so schwer. Überlegt, was nimmst du? Z. Hier gebe ich euch nochmal einen Horrorfilm. Und zwar einen etwas älteren, ziemlich älteren, kann man sagen. Erst wollte ich Zombie 1 nehmen, also den Original Dawn of Dead. Den schwarz-weißen. Aber dann habe ich mir gedacht, nein. Den anderen finde ich noch besser. Ich gebe euch Zombie 2. Voodoo. Zombie 2 Voodoo finde ich einer der geilsten geilsten Zombie-Filme. Worum geht es? Ganz kurz. Es geht irgendwie darum, also da sitzt halt auf irgendeiner Insel
Und hier ist es halt so, dass die Zombies auch nicht so wie in den meisten Zombie-Filmen, dass das irgendein Virus ist, sondern es geht da irgendwie, wie man schon sagt, Voodoo. Die Zombies kommen halt noch richtig klassisch aus der Erde. Und ja, also wie gesagt, ist ein alter Film, aber ich finde ihn gut. Zombie, Voodoo, ja, kann ich empfehlen, richtig geil. Gut, das war's. Das ist es gewesen und jetzt liegt es noch an mir, zwei Leute wieder zu taggen. Also, jetzt liegt es an mir noch zwei Leute zu taggen. Jetzt habe ich überlegt, wen habe ich getaggt, wen habe ich getaggt, wen will ich taggen, wen will ich taggen. Einmal tagge ich die MS Angel 2407. Die hat nämlich schon direkt zu mir gesagt, bitte tagge mich, Filme, das möchte ich auch machen. Und ich wollte, eigentlich wollte ich mal zwei völlig andere taggen, aber sie hat zu mir gesagt, bitte komm, und dann habe ich gesagt, gut, dann bin ich mal gespannt. Also, wie gesagt, MS Angel 2407, ihren Kanal blende ich hier ein, verlinke ich hier. Du bist getaggt. Und als zweites tagge ich. Ja, da habe ich mir was überlegt. Diesmal tagge ich nicht Chocobo, weil du schuldest mir schon noch einen anderen Tag. Also Antwort: Ich tagge als zweites den Mark Labhart. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich glaube, es ist Mark Labhart. Oder Labhart. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Du bist getaggt. Ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie du das so machst, das Video. Du hast ja immer so eine sehr spezielle Art, deine Videos so zusammen zu packen, sag ich mal. Finde ich aber sehr gut. Ich bin mal gespannt, was bei G kommt. Ich kann es mir schon ungefähr vorstellen, was bei G kommt. Bestimmt irgendwas mit Atomen zu tun und irgend so einem, ja, etwas größeren Wesen. Aber vielleicht auch nicht. Also, wie gesagt, du bist der Zweite. Würde mich darauf freuen. Gut. Ich habe jetzt zwei Leute getaggt, das war's. Meine Pflicht ist erfüllt. Und ich habe schon den nächsten Tag hinten im Nacken. Mal gucken, wie ich das mache. Gut, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Licht hier, entschuldigen, ne, war scheiße. Und ja, also, oh, als nächstes würde ich sagen, kommen dann wieder Trainingsvideos. Macht's gut!